Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ich muss noch ein bisschen leise reden hier auf der Straße, denn es ist kurz vor 6 und wir fahren heute zum Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt. Das Treffen hat für mich eine sehr besondere Bedeutung, weil 2018 war das mein erstes Gartentreffen überhaupt und unter den Garten-YouTubern ist es so mit das coolste Gartentreffen, was es gibt. 2 Jahre ist das Garten-YouTuber-Treffen jetzt ausgefallen und jetzt nach genau 3 Jahren findet es dann also wieder statt. 3 Jahre Pause ist schon ziemlich lang und ich freue mich sehr auf das Treffen. Wir werden dort Jungpflanzen verkaufen und hoffentlich viele Zuschauer sehen. Hier seht ihr aber erstmal jetzt einen einminütigen Trailer vom Garten-YouTuber-Treffen der letzten Jahre, damit ihr schon mal einen kleinen Eindruck habt, was überhaupt so ein Garten-YouTuber-Treffen bedeutet. Es kommt der Selbstversorger Rigotti, die letzten Jahre war auch immer Gartengemüsekiosk dabei, Self-Bio, Ralf vom Selbstversorgerkanal, also alle Garten-YouTuber, die ihr so kennt. Und das ist irgendwie das coolste Garten-YouTuber-Treffen gewesen, was es gibt. Und ja, nach 2 Jahren Pause bin ich jetzt echt gespannt, wie es dieses Jahr ist. Viel Spaß beim Video und los Zum Beispiel gerade Max. Ich habe auch gerade ein Video mit Max gedreht. Jetzt habe ich die Kamera ausgepackt, die Vlog-Kamera, und jetzt filmen auf einmal wieder alle rum. Das sieht Ja. man es mal, wer hier die Ja. Trends vorgibt. Gell? Genau, mit Max habe ich gerade ein Video gedreht, das kommt dann auch bald auf seinem Kanal online. Da haben wir den Rigotti Patrick von Mika Garten. Den Ralf, den Kanal Permaglück. Johannas Landleben und Küche. Der Nils. Hi, hast du Vlog genug? Dann der Arthur, Dennis. So, wir machen uns auf den Weg mit vielen Jungpflanzen. Und zwar haben wir hier noch viele Kürbisse dabei, viele Tomaten sind noch dabei. Aber jetzt zeige ich das Sortiment nachher mal genau, wenn wir losfahren. Und ja, ich würde sagen, jetzt fahren wir auch schon los. Ja, das Auto ist noch voll beschlagen von den Pflanzen. Die haben wir gestern Abend schon frisch gegossen aus dem Garten mitgenommen. Riecht jetzt hier ziemlich nach Pflanzen. Deswegen haben wir noch kurz durchlüften lassen. Und jetzt fahren wir und sind um 8:31 Uhr da, kurz hinter Köln bei Erftstadt. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt und freue mich auf das Treffen gleich. Wir haben das Ziel erreicht. Wir sind da in Erftstadt, Friesheimer Busch. Wir fahren jetzt und hinten klappert alles bei uns. Wir müssen sehr vorsichtig hier fahren. Aber ich freue mich echt wieder hier zu sein. Da vorne ist das Umweltzentrum, da fahren wir jetzt hin und dann schauen wir mal, wer schon alles da ist. So, der Stand von Arthur und mir, der steht. Links, das sind alles unsere Kisten. Wir haben Folgendes dabei: 2 Kisten verschiedene Tomatensorten, dann noch verschiedene Kürbisse. Hier vorne Zitronengurke, Riesenkürbis, Luffergurke, einige Gurken und Paprikas. Und dann bei Arthur haben wir noch Tomaten, Artischocke, Schnittlauch, Rhabarber, der dabei, Minze. Und direkt daneben, da hat Stefans Hobbygarten so einen kleinen Infostand für seine Zuschauer aufgestellt. Und willst du was sagen fürs Video? Ach, ist ein Video. Ja. Ja, ich freue mich auf euch. Nein, das könnt ihr ja gar nicht mehr, weil Felix sitzt wahrscheinlich gar nicht jetzt so vor Hochgarten, ne? Nee, es kommt nächste Aber ich denke, Woche. das wird ein Top-Tag hier heute bei dem Bombenwetter, was wir haben. Und Marcel braucht Kunden. Ja, Marcel, den Stand, den schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist übrigens direkt Borago und dahinter Marcel. Wir gehen mal einmal rund. So, hier sind wir dann beim Heinrich, Meistergärtner. Viele Blumen dabei. Und hier, das sind dann alles Kisten von Marcel. Das sind so verdammt viele Jungpflanzen. Ich glaube, wenn die alles verkaufen, machen die gut Umsatz. Und hier FVG, Folientunnel, das sind die von Sascha. Die haben hier immer ihren Folientunnel so aufgebaut. Ganz cool. Gucken wir mal. Zuckermelonen haben wir hier noch dabei. Viele kleine. Hier weiß ich gar nicht, was haben wir hier? Ach, Atlantic Giant, also Riesenkürbis eigentlich. Oder? Fragen wir gleich mal nach. Atlantic Giant ist ja eigentlich ein Riesenkürbis, aber es sieht mir jetzt nicht so nach Kürbis aus. Weiß ich gar nicht. Kommen wir gleich nochmal wieder.
Mini-Wassermelone veredelt. Veredelte Wassermelone, vielleicht nehme ich mir noch eine mit, weil die Pflanzen, die ich jetzt habe, sind alle noch nicht veredelt. Ja, und hier Atlantic Giant steht ja dran, aber wir tippen auf Physalis Anemberi als Stecklinge, weil kommen sogar schon die ersten kleinen Lampions dran. Hier vorne auch nochmal. Wenn wir hier weitergehen, auch Rhabarber. Ganz hier und das. Müsste das nicht Kaffeepflanze sein? Ich glaube schon. Das ist Kaffeepflanze. Feige. Kiribaum. Klimabaum. Kenne ich jetzt noch nicht. Wir werden nachher auf jeden Fall hier auch mal viele Fragen stellen. Und wenn euch was interessiert, einfach mal unter das Video schreiben. Denn mit Sascha stehe ich ganz gut im Kontakt. Und dann stelle ich dem einfach mal die Fragen. Und vielleicht machen wir auch bald mal wieder ein Video bei Sascha. Was haltet ihr davon? Wollte mal wieder, dass ich zu Sascha fahre, ihm im Garten helfe und dort ein Video drehe? Dann schreibt mal in die Kommentare eine 1. Dann weiß ich, ihr habt Lust darauf auf das Video mit Sascha. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr ein Video von mir und Sascha mal wieder sehen wollt. Arthur und ich, wir haben übrigens eine sehr coole Position. Wir schauen nämlich direkt auf den Stand von Marcel. Da sehen wir, sind auch schon die ersten Leute dabei. Und hier Stefan und Efekan quatschen schon mit einem Zuschauer. Und da hinten ist Heinrich Meistergärtner, da läuft Marcel von Gartenhause Köln-West und da Heinrich Meistergärtner. Sascha steht da hinten bei FVG Folientunnel. Und wer war noch hier? Dennis zurück zum Garten, läuft hier schon irgendwo rum. Da hinten sehe ich ihn ganz am Ende in dem T-Shirt. Und sehr, sehr viele Mücken sind hier auch, die uns die ganze Zeit attackieren. Also ist ordentlich was los. Hallo. Ja, wir haben bisher schon gut verkauft. Einige Tomaten sind weg, Gurken, Zitronengurken sind weg, Paprika Kira ist auch sehr beliebt und 2-3 Kürbisse sind auch schon weg und es sind recht viele Leute, kannst ja mal einmal sich umdrehen. So, kleiner Zwischenstand, wir haben aktuell 14.30 Uhr, ist doch einiges los, aber nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Am Marcel-Stand und der Stand von Borago ist ziemlich viel los. Auch bei uns immer mal wieder, da seht ihr gerade, ich bin jetzt mal kurz weggegangen, ist einiges los. Und ja, hier ist dann doch einiges mehr los. Hier im Folientunnel ist es bestimmt jetzt gerade sehr warm. Aber hier, da läuft es auch. Ja, es ist dann doch ziemlich warm, also 27 Grad in der Sonne. Ich schwitze schon richtig und ja, es ist einfach so warm. Erstmal gerade mit Sonnenmilch eingecremt, aber es ist einfach viel zu warm. Und den Pflanzen, denen tut das auch nicht so ganz gut. Die Töpfe, die schwarzen, die sind ziemlich heiß, also wirklich ziemlich heiß. Und ja, man merkt das schon in der Sonne. Es ist einfach viel zu warm für die Pflanzen, die werden wahrscheinlich am Ende des Tages nicht mehr so gut aussehen. Wir haben gestern extra noch gegossen, gestern Abend im Garten, als wir die abgeholt haben. Aber jetzt, da ist schon, ja, echt, der Topf ist heiß, die Pflanzen kriegen volle Sonne ab. Ich hoffe, die halten noch bis heute Abend. So, ein paar Kürbisse sind noch da, Tomaten, etwa eine Kiste. Tabak ist noch ein bisschen da. Ganz paar Paprika, 5 Stück nur noch. Und hier einige Gurken, geht gar nicht weg irgendwie dieses Jahr. Und der Riesenkürbis, der Riesenbutternut, geht auch nicht weg. Aber es ist doch super viel los. Wird immer mal wieder mehr, immer kommt mal wieder ein Schwung. Aber wir haben auch schon, ja, 14.30 Uhr, das dauert noch eine Weile. So, wir gehen jetzt nochmal einmal rum. Ich bin bei Daniels Gartenkanal. Hier steht viel Minze, Kartoffeln, Tomaten. Und ich würde sagen, wir fragen den Daniel einfach mal selber. Daniel, was hast du hier? Was ich hier habe? Also vorne erste Reihe Kartoffeln, ja, selber gezogen, quasi Saatkartoffeln geteilt. Ja, getrocknet ein bisschen, antrocknen lassen, in Töpfe gesteckt und dann sind die Pflänzchen draus geworden. Und waren sehr beliebt, muss ich sagen, heute hier. Und ja, das war ein Teil. Der Rest, Tomaten, Chilis waren schnell weg. Ja. Da waren nicht so viele mehr. Bisschen Gurke, bisschen Zucchini. Ja. Was oft gefragt wurde, war die Patron. Wurde dich das auch gefragt? Nein. Nein? Nicht einmal. Nicht einmal? Nicht einmal. Wir, uns wurde das dreimal gefragt, Pimientos de Patron. Was sagst du sonst insgesamt zum Gartentreffen? Herrlich.
Ganz wunderbar. Bin froh, dass es stattgefunden hat. Definitiv. Ja. Und Anreise hat sich auf jeden Fall gelohnt, der weite Weg. Knaller. Und schönes Wetter. Beste Bohne. Braun geworden. Ja. Okay. Jetzt gehen wir hier nochmal bei Marcel durch. Johannisbeere, Brombeere. Hier haben wir jede Menge Tomaten. Die Tomaten sind echt noch sehr klein. Wenn wir unsere da vergleichen, sind unsere viel, viel größer. Weintrauben, alle Sorten kernlos und resistent. Schöne Maiskolben. Minze, Schokominze, marokkanische, scharfe Minze, Thüringer, Pfefferminze, Zitronenminze, sehr viel Erdbeere. Gibt es ja auch schon ein Video zu bei SelfBio, glaube ich, zu der Mara de Bois. So, und da läuft der Davis gerade vor mir weg. Wir filmen jetzt nochmal einen kleinen Clip, aber dafür würde ich sagen, setzen wir uns da in den Schatten, oder? Lass mal hin, ne? So, beide weißes T-Shirt, das passt ja. Perfekt. Und wir sitzen gerade das erste Mal im Schatten, so richtig. Oder saßt du heute schon öfter hier? Nee, das erste Mal hier unter einem großen, schönen Baum, schattig, bei der Hitze gerade aktuell. Ne? Ist echt Wahnsinnswetter heute, megamäßig. Ich wollte von dir ein kleines Fazit haben zu diesem Gartentreffen, hier Garten-YouTuber-Treffen 22. Ja, einfach mega Event. Nicht nur die Pflanzenverkäufe hier aktuell, auch der ganze Park hier überhaupt. Viel für die Familie hier, für Kinder findet man auch einiges. Ja, aber auch die Pflanzen hier, die man erwerben kann, megamäßige Pflanzen. Wenn man selber zu Hause im Garten nicht den nötigen Platz hat, konnte man hier einiges erwerben. Mega. Auch alle Leute richtig nett. Ja. Und für die Leute, ich habe ja jetzt hier in meinem Video zumindest nur so diesen Bereich gefilmt. Am besten nächstes Jahr selber vorbeikommen, oder? Definitiv. Also ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hier. Vielleicht mit einem kleinen eigenen Stand. Muss mal gucken. Ich auch. Ich werde auch hier sein und herzliche Einladung schon mal an euch. Achtet darauf, wann das nächste Garten-YouTuber-Treffen stattfindet. So, wir haben 16.03 Uhr. Das Garten-YouTuber-Treffen ist zu Ende und wir haben schon vor größerer Zeit angefangen hier aufzuräumen. Alles steht in den Kisten. Wir haben einige neue Sachen dabei. Ein Eukalyptusbaum von Arthur und Lavendel. Viele Tomaten wurden uns geschenkt. Von Zuschauern haben wir noch kleine Geschenke bekommen. Und das war's auch schon. Stefans Hobbygarten baut er auch ab. Arthur baut ab. Ja, das war's eigentlich vom Garten-YouTuber-Treffen. Wir sehen uns. Tschüss. Zu hoch, warte. Abenteuer Kleingarten auf YouTube und auf Instagram. Genau. Unbedingt auch mal reinschauen. Arthur kennt ihr ja schon. Stefan kennt ihr sicherlich auch alle. Ja. Es war ein schönes Garten-YouTuber-Treffen. Daniel läuft da noch. Überall wird abgebaut. Die letzten Zuschauer gehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr. So, wir sind zurück in Lingen. Bei uns im Garten werden jetzt noch einiges ausräumen. Wir sind alle Pflanzen losgeworden, haben zum Schluss noch einige Pflanzen verschenkt und noch neue Sachen mitgenommen. Und was ich noch mitgenommen habe, das zeige ich euch jetzt. Wir haben einmal den winterharten Eukalyptus, zwei Tomaten, Baumwolle von Sascha von Borago, 50 Tomatenclips und von Arthur haben wir noch einen Lavendel geschenkt bekommen. Also vielen Dank dafür und das war's dann jetzt auch schon vom Garten-YouTuber-Treffen 2022 in Erftstadt. Ein riesen Dankeschön an das Umweltzentrum in Erftstadt und an Sascha von Borago für die Organisation und für die Möglichkeit, dass wir immer da mitmachen können. Ist ein super cooles Event, ich kann es jedem ans Herz legen. Gerne mal nächstes Jahr dann vorbeikommen. Bis zum nächsten Video, alles Gute und ciao.